Vor-Ort-Termin der Bildungssenatorin in Friedenau. Sandra Scheres will sich ein Bild vom Stand der Sanierungsarbeiten in der Ruppin-Grundschule machen. Marode Berliner Schulen sind seit Jahren ein Reizthema in unserer Stadt, dem der neue Senat mit einer groß angelegten Bauoffensive begegnen will. Dafür soll in den nächsten 10 Jahren kräftig investiert werden. Ja, das Land Berlin nimmt ja 5,5 Milliarden Euro in die Hand, weil wir viel sanieren müssen. Und wir planen ja auch, 51 Schulen in den nächsten Jahren zu bauen. Das ist dringend notwendig, weil der Sanierungsbedarf da ist, aber eben auch, weil die Stadt wächst. So, und das bedeutet, dass wir es uns nicht erlauben können, nach und nach zu sanieren, sondern dass es eben viele Maßnahmen parallel stattfinden müssen und das natürlich auch in den Herbstferien oder in den Herbstferien durchgearbeitet werden muss. Und das ist für mich hier heute ein Thema. Deswegen sind wir hier heute an der Ruppin-Grundschule, weil hier viele Sanierungsmaßnahmen in den Herbstferien stattfinden. Die Schule wurde 1914 eröffnet und kämpft mit dem Zahn der Zeit. Dabei sorgte insbesondere die Außenfassade für Sorge. Rostende Stahlträger im Mauerwerk drohten zu einer Gefahr für Leib und Leben zu werden. Irgendwann mit dem Laufe der Zeit wird die Fassade ein bisschen undicht, weil die Fugen sich öffnen, Wasser läuft hinter die Fassade, der Stahl beginnt zu rosten und durch den Rost gibt es eine Volumenvergrößerung bis zum 6-fachen des eigentlichen Volumens, den dieser Stahl eigentlich hat. Das führt dazu, dass alles, was auf diesem Stahlteilen drauf liegt, nach oben gedrückt wird mit viel, viel Kraft. Erst reißen die Fugen, dann reißen die Steine und teilweise werden einzelne Gebäudeteile, kleinere Giebel, 2 bis 3 Zentimeter nach oben gedrückt. Durch diese enorme Gewalt, die dahinter steht, lösen sich die Steine aus ihrem Verbund und drohen herabzustürzen. Und was ein Stein in der Größe machen kann, der aus 10, 15 Metern herunterfällt, kann man sich ausmalen. Es ist glücklicherweise bisher noch nichts passiert, aber es fehlen bereits einzelne Teile, einzelne Steine in der Fassade. Das heißt, es muss irgendwann einmal passiert sein. Es ist hier noch niemand zu Schaden gekommen, aber wir wollen, dass das so bleibt und deswegen mussten wir schnell handeln. Und wie wird die Sanierung konkret umgesetzt? Also wird neuer Stahl hier eingesetzt oder wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wir öffnen einzelne Bereiche, zum Teil sehr großzügig. Überall da, wo wir davon ausgehen können, hier ist Stahl verbaut worden. Dann wird der Stahl in Augenschein genommen, er wird erprobt, ob ein genereller Austausch notwendig ist von Stahlträgern, weil diese diese Substanz nicht mehr haben, um erhalten zu werden. Dann passiert das, dann werden Hilfskonstruktionen hergestellt, der eigentliche Stahlträger wird ausgebaut, ein neuer wird eingebaut. Oder aber die Aufrostung ist zwar da, aber nicht so, dass der Stahlbauteil geschwächt ist, dann können wir ihn entrosten und dann Korrosionsschutz versehen und eingebaut belassen. Einige Teile, von denen ich gesprochen habe, die auf den Bauzustand zurückzuführen sind, die heute keine statische Wirkung mehr haben, können lediglich entfernt werden, ohne Ersatz. Sie haben gerade gesagt, wir machen überall da auf, wo wir vermuten, dass Stahl eingebaut worden ist. Das heißt, Sie wissen das gar nicht genau, also Sie können das gar nicht nachvollziehen, wo überhaupt Stahl ist? Wir verstehen das System, in dem wir es öffnen. Wir wissen überall, wo Stahl ist. Wir wissen überall, wo Träger sind und es werden alle Träger in Augenschein genommen. Und wir wissen überall, wo Risse sind. Das heißt, es ist eine sehr explizierte Kartierung dieser Fassade im Vorfeld erfolgt. Das heißt, wir wissen, wenn wir mit der Fassadensanierung abgeschlossen haben, hier ist keine Rostung mehr hinter dieser Fassade. Wir haben nichts, wir wollen hier nichts im Zufall überlassen, damit wir an einer umfangreichen Sanierung wie dieser im Anschluss wieder ran müssen, weil es an anderer Stelle rostet. Es wird kein Rost mehr nach dieser Sanierung innerhalb dieser Fassade geben. Jetzt in den Herbstferien können sich alle Beteiligten ganz auf die Bauarbeiten fokussieren. Im laufenden Schulbetrieb sieht das anders aus. 610 Kinder besuchen die Ruppin-Grundschule, die es mit einer Ganztagsbetreuung und den Schwerpunkten Englisch und Musik geschafft hat, innerhalb der letzten Jahre ihre Schülerzahl zu verdoppeln. Der aktuelle Unterricht bei Lärm und Staub ist eine Herausforderung. Das kann man also nicht kleinreden, die Probleme sind groß, die Staubbelastung, der Lärm, also das ist schon sehr grenzwertig für uns und wir hoffen auf die Ausweichräume, die uns versprochen worden sind, weil hier im 2. Stock noch die Volkshochschule untergebracht ist und die soll dann ausziehen, sodass wir dann mit den Kindern ausweichen können, wenn der Lärm an einer Stelle zu groß ist, dass die Kinder dann dorthin gehen können. Das heißt, das ist dann durchaus auch eine logistische Herausforderung, also dass sie eigentlich genau mehr informiert werden müssen, was ist jetzt dran und wie kann ich jetzt auch von der Raumverteilung darauf reagieren? Auf jeden Fall ist das eine logistische Herausforderung und wir müssen eng mit dem Bauamt zusammenarbeiten, dass wir uns da immer abstimmen.
können dann. Sie sprechen das schon an. Wie läuft denn die Zusammenarbeit? Die läuft im Wesentlichen gut. Eine gute Zusammenarbeit braucht es auch künftig zwischen den Bezirken und dem Senat. Dafür werden momentan neue Strukturen für die Schulbauoffensive geschaffen. Sanierungsprojekte wie hier in der Ruppiner Grundschule mit einem Gesamtvolumen von 28 Millionen Euro fallen künftig in die Zustände des Senats. Investitionen bis 5 Millionen Euro liegen weiterhin in der Hand des jeweiligen Bezirks und Sanierungsarbeiten zwischen 5 und 10 Millionen Euro können von dem Bezirk an das Land abgegeben werden. Der Schulneubau ist allein die Aufgabe des Senats. Nach anfänglicher Kritik aus den Reihen der Bezirke ziehen jetzt nach Einschätzung der Bildungssenatoren alle an einem Strang. Also ich glaube, alle sind sich einig, dass wir viel zu tun haben und dass wir einfach auch die Dinge schneller bewältigen müssen und dass es deshalb notwendig ist, dass man sich die Verantwortung nicht hin und her schiebt, sondern dass wir an einem Strang ziehen müssen. Ja, es gab zu Anfang ein bisschen Gegrummel. Es ist immer, glaube ich, so, wenn man bestimmte Aufgaben anders verteilt. Aber wir haben, finde ich, jetzt eine sehr gute Lösung zwischen Land und Bezirken hinbekommen, wer für welche Sanierungsmaßnahmen zuständig ist. Und das Land ist komplett für den Bau zuständig. Und was uns auch wichtig ist, die Beteiligung der Eltern, der Lehrkräfte, der Pädagogen und der Schüler, wenn in Schulen saniert wird oder auch wenn neu gebaut wird, weil das sind ja letztendlich die Menschen, die in Schule lernen und arbeiten und wissen, wie sie sich das am besten vorstellen. Es ist jetzt auch nicht mehr möglich, dass es sozusagen schwarze Schafe gibt unter den Bezirken, die nur sehr wenig anschieben, während andere da sehr fleißig sind und man ebenso immer diese Unterschiede hat. Das haben Sie jetzt auch, diese Unterschiede sind in der Form jetzt nicht mehr möglich? Also zum einen gibt es ja eine Transparenz, weil wir einen Gebäudescan durchgeführt haben, dass wir ganz genau wissen, wo in welchem Bezirk, an welcher Schule welche Bedarfe sind. Das ist jetzt transparent und auch in welchem Volumen dort saniert werden muss. Dann geht es jetzt darum, Prioritäten festzulegen. Die Bezirke mussten uns letzte Woche sozusagen benennen, welche Maßnahmen das Land übernimmt und welche Maßnahmen durch die Bezirke umgesetzt werden. Das ist jetzt auch transparent und wir werden jetzt Steckbriefe erarbeiten, wo öffentlich sichtbar ist, wann, in welchem Zeitraum, welche Schule mit welchen Maßnahmen dran ist, also damit man das eben nachvollziehen kann. Und in meiner Verantwortung arbeitet eine Taskforce, wo die unterschiedlichen Landesverwaltungen, aber auch die Bezirke sitzen, um eben, wenn es Probleme gibt, hier nachzusteuern oder auch zu schauen, wie können wir ganz konkret schnell Probleme lösen, damit sich nicht die eine Verwaltung zur anderen Verwaltung Aufgaben hin und her schiebt oder dieses Hin- und Herschiebespiel zwischen Land und Bezirke. Das wollen wir alle nicht mehr und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das auch gelingt, diesen neuen Weg zu gehen. Ein Mitglied dieser Taskforce ist der Baustadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Jörn Oltmann. Er sieht die Zusammenarbeit mit dem Senat ebenfalls auf einem guten Weg, weist aber darauf hin, dass seine Verwaltung weiterhin mit Personalengpässen zu kämpfen hat. Ja, neben der Schulsanierung müssen wir uns natürlich auch um die anderen Fachgebäude kümmern, auch um die Rathäuser kümmern. Mal zwei Zahlen zu nennen, um den Prozess zu verdeutlichen. Wir hatten im Jahre 2007 40 Mitarbeiter, die sich um ein Bauvolumen von 20 Millionen gekümmert haben und sind jetzt mit 37 Mitarbeitern ausgestattet und müssen aber 38 Millionen bewegen. Das macht nochmal deutlich, mit welcher Effizienz wir umgehen, aber auch mit welcher Belastung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klarkommen müssen. Es werden jetzt ja auch neue Strukturen entstehen, um eben das Schulbauprogramm nach vorne zu bringen. Da gab es Ressentiments und auch kritische Stimmen von einigen Bezirken. Wie sehen Sie das? Wie stehen Sie dem gegenüber? Wir werden jetzt mal versuchen, die bezirkliche Zusammenarbeit zu optimieren und möglicherweise ein Kooperationsmodell auf den Weg zu bringen. Ob dies als Struktur ausreichend ist, werden die nächsten Wochen und Monate dann noch zeigen. Ich bin der Auffassung, dass man über weitergehende Lösungen nachdenken muss. Die aufwendige Sanierung der Ruppin-Grundschule schultert der Bezirk noch in Eigenregie. Bis 2024 werden die Arbeiten andauern, wobei nach der Außenfassade die Sanierung der Haustechnik und Erweiterungen in der Schule auf dem Plan stehen. Wir versprechen uns eine schöne, moderne, behindertengerechte Schule mit mehr Platz für die Kinder.
die Flure sind hier sehr großzügig und weit und man denkt, man hat hier viel Platz, es täuscht, aber weil wir über 600 Kinder hier haben und keine Teilungsräume haben und auch keinen Raum für Förderunterricht und wir erhoffen uns dadurch einfach, dass wir mehr Platz bekommen, dann soll zwischen den einzelnen Etagen sollen Übergänge geschaffen werden, sodass die Wege kürzer werden, sodass wir also eben schneller von einem Gebäudeteil in den anderen gehen können. Dann erhoffen wir uns mehr Fachräume, Computerfachräume, Räume für Navi, sodass wir also wirklich Platz genug haben, um auch einen guten Unterricht machen zu können. Wichtig ist ja auch immer, die Eltern mitzunehmen bei solchen Projekten. Wie ist das hier gelaufen oder wie läuft das immer noch und wie ist die Resonanz der Eltern? Ja, die Resonanz ist ähnlich wie die der Lehrkräfte, dass es alles, sage ich mal, die Belastung verbunden ist mit der Hoffnung, dass es dann schnell geht, wirklich schnell geht und dann einfach auch schöner ist. Und wir haben ein Baugremium gegründet, wo wir uns die Baupläne des Architekturbüros angucken und also auch mitsprechen, mit bei der Planung mit beteiligt sind, also die Eltern auch. Und von daher sind wir auf dem guten Weg. Hoffnung gibt es momentan auch noch an 249 anderen Berliner Schulen, denn an so vielen wird nach einer Abfrage der Bildungsverwaltung zurzeit saniert. Insgesamt sind es 309 Projekte, die dem Lernen wieder eine angemessene Umgebung bescheren sollen.